Ja, nå er vi i Rotenburg. Gebrüder Grimm und waren von ihren schönen alten Märchen völlig hin. Wir wurden älter mit der Zeit, doch Märchen gab es kaum. Der Alltag kam aus, war der Kindertraum. Wir suchten weiter unentwegt, der Traum war ja zu schön. Es müsste doch noch irgendwo eine Märchenstadt bestehen. Wir suchten hier und suchten dort und glaubten kaum noch dran. Doch eines Tages unverhofft, da kamen wir. Stadt wie durch ein Kinderland. Ihr spricht von alter Zeit ein, jeder Stein und jede Wand. Gefühle tauchen wieder auf aus der Erinnerung. Und wie durch Zauber sind wir wieder jung. Das Heimweh nach der Kinderzeit ist wie ein Märchentraum. Wir träumen ihn ein Leben lang, doch er erfüllt sich kaum. Jedoch mit etwas Fantasie kann es dann doch geschehen, dass wir für einen Augenblick ins Traumland sehen. In Rotenburg, ob der Tauber, da gibt's noch Märchenzauber. In Rotenburg trifft man noch heut die gute alte Märchenzeit. Rotenburg er en av Tysklands best bevarte og mest henrivende middelalderbyer. En gang var den viktigere enn til og med Nürnberg, men den stagnerte etter 30-årskrigen før den igjen ble oppdaget av romantiske malere og forfattere på 1800-tallet. De betraktet den som essensen av germansk middelalderkultur. Byen er nesten totalt omringet av festningsvoller og overvåker den svingete Tauberdalen. Det ene sjarmerende bildet etter det andre trer frem mens man spaserer langs de brosteinsbelagte gatene eller går i skiltvaktenes fotspor på bymuren. Et hav av røde hustak hever seg over bindingsverkshusene med de høye gavlene. Alle forskjellige, tett i tett langs gater og smug. Byens midtpunkt er markedsplassen med det dominerende rådhuset, som er halvt gotisk og halvt renessanse, med en storslagen keiserlig sal innvendig. Fra det 60 meter høye klokketårnet er det flott utsikt over byen og omegnen. Byen har 11 000 innbyggere, og den er med på UNESCOs verdensarvliste. Rotenburg, Ob der Tauber, betyr byen som skuer over elva Tauber.
Det bygget i Rotenburg som rager aller høyest er Sankt Jakobs kirke. Den er bygd i gotisk stil. I den svale indre finnes en fantastisk utskåret altertavle fra 1505 av den store Riemenschneider. Nå hører vi Kolbein Haga spille «Hvor Gud han er så fast en borg» av Johann Sebastian Bach.
så sier vi farvel til vakre Rotenburg for denne gang.